Mein Name ist Frank Lorz. Ich bin Vizepräsident des Hessischen Landtags seit 2003. Bin gelernt Betriebswirt, Diplom-Betriebswirt. Ich bin Mitglied der CDU-Fraktion, bin der dienstälteste Abgeordnete im Hessischen Landtag und vertrete den Wahlkreis 46 Offenbach Land 3, direkt an der unterfränkischen Grenze gelegen. Also mir macht unheimlich viel Spaß, wenn ich die Sitzungen so moderieren kann, dass es einen flüssigen Ablauf gibt. Ich komme mit allen klar und ich versuche auch immer mit sehr viel Humor dafür zu sorgen, dass es keinen Stillstand und keinen Leerlauf gibt in der Parlamentsberatung. Wir können gar nicht genug Frauen und Männer haben, die sich politisch engagieren, denn damit setzen wir die Grundlage für unseren demokratischen Staat und ich kann alle nur ermutigen, sich hier aktiv zu zeigen. Also der Hessische Landtag hat sehr viel zu bieten und das Hessische Landesparlament ist das höchste Verfassungsorgan unseres Landes. Das vergessen manche. Das erste Verfassungsorgan ist das Parlament und erst dann kommt die Landesregierung und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass viele Menschen, gerade auch junge Menschen, sich hier über die Arbeit des Landesparlaments informieren.